Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine Kartenidee zeigen. Eine Idee aus einer Karte, die ich euch schon mal gezeigt habe, also eine Kartenanleitung. Und was ich jetzt daraus gemacht habe, das Ganze war eine Auftragsarbeit und ich habe das Ganze für einen Mann gemacht. Ich erzähle euch gleich, was ich so ein bisschen für Daten hatte oder was ich wusste und wie das dann entstanden ist. Und möchte ich einfach nur die Idee geben und die genaue Anleitung zu so einer Karte habe ich euch anhand von dieser Karte schon mal gezeigt. Ich fange jetzt ganz kurz mit dieser Karte an. Also das ist eine Buchkarte. Ihr seht es auch an der Seite. Eine richtig schöne Vintage-Buchkarte. Geburtstagsgruß. Die habe ich gemacht. Alles Gute. Liebe Grüße zum Geburtstag und 1000 Wünsche für dich. Sehr schön mit dieser 3D-Optik. Und diese genaue Anleitung verlinke ich euch jetzt hier oben unter dem weißen i. Wenn ihr wissen wollt, wie man sowas macht. Und jetzt habe ich quasi eine Idee aus dem Ganzen entwickelt oder eine Karte gemacht für einen Mann, der Feuerwehrmann ist und der in den Ruhestand geht. Und ich hatte ein paar Daten, ein paar Sachen, wo ich wusste über diesen Mann. Also einmal, dass er Helmut heißt, dass er eben bei der Feuerwehr arbeitet und dass er ein ganz großer Fußballfan ist. Und ich habe eben auch noch ein Foto bekommen, das kann ich euch gleich noch schnell zeigen. Wie denn so ein Feuerwehr-Notrufknopf aussieht. Also das war dieser Feuerwehr-Notrufknopf, den ich da einarbeiten wollte. Und so ist quasi die Frontseite von dieser Karte entstanden. Hier ist sozusagen die Sprechanlage, der Notfallknopf, der Name steht dran und das hier ist embossed. Und genau, so sieht die Karte also aus. Auf der Seite alles Gute. Soll also wie so ein Notfallknopf ausschauen und quasi da kann man dann drücken. Hier ist die Karte verschlossen und ihr seht schon, innen drin ist sie blau, weil das ist nämlich ein großer Fußballfan für den 1860 München, also ein 60er-Fan. Und da habe ich mir gedacht, könnte ich ihm quasi dann ein kleines Stadion hier reinbauen, ein Fußballstadion. Und natürlich ist es schwierig, gerade in Bayern, Rot-Blau-Kombination mit also Bayern-Verein und mit den 60ern. Habe ich gedacht, außen mache ich sie eben rot, deswegen ist rot für Feuerwehr und Notfallknopf und innen eben blau-weiß für 60. Okay, und was ich noch wusste, ist, dass auf dieser Karte zum Ruhestand viele Leute unterschreiben müssen. Und deswegen habe ich auf dieser Seite quasi viel Platz gelassen. Ich habe hier, zeige es euch mal von Namen, nimm dir Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Ich mache erstmal die Seite, die seht ihr gleich. Und dann habe ich hier so einen kleinen Mechanismus hingemacht, dass man das aufklappen kann. Und nochmal nach unten klappen kann, damit man wirklich ganz viel Platz hat für 30 bis 40 Unterschriften. Und genau, dann kann man das einfach so wieder zumachen und braucht kein Magnet und man hat es schnell gemacht, also so einen kleinen Schiebemechanismus. Und mit einem Magnet wäre es halt blöd gewesen, weil man den dann hier wieder gesehen hätte und so und hier auch. Und dann habe ich gedacht, nee, da muss was anderes her, das eben ganz easy das Ganze verschließt, dass es nicht so aufspringt, wenn man die Karte öffnet. Und das große Highlight und wirklich sehr viel Arbeit steckt hier drinnen, ist das kleine Fußballstadion hier. Also diese Buchkarte mal abgewandelt als Fußballstadion sozusagen mit den verschiedenen Ebenen hier. Wollte ich halt darstellen, dass das wie so eine Tribüne nach unten geht zum Fußballplatz. Hier sind die Fußballschals, die ich da so eingebaut habe. Unten im Eck eben der Fußball. Oben noch ein Spruch, einmal Löwe, immer Löwe. Und natürlich das Ganze in Blau-Weiß, unterschiedlich gestaltet. Hier ist es eben weiß und hier ist es blau. Weil es ja manchmal in den Stadien auch so ist, dass die Fans ein Block weiß, ein Block blau, ein Block weiß, ein Block blau unterschiedlich verteilt sitzen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das eben auch so mit diesen Farben an der Seite und unten. Und eben diese Dreidimensionalität, die hoffentlich in der Kamera auch rauskommt mit diesem Fußballstadion. Und das Ganze eben so nach unten gesetzt, hier mit diesen zwei Ebenen als Tribüne sozusagen eingebaut. Und die Schals finde ich sehr witzig, die sind sehr witzig geworden. Die so von oben sieht man jetzt vielleicht ein bisschen mehr diese Dreidimensionalität. Genau, also das ist diese Kartenidee, die daraus entstanden ist. Und ich finde die Karte super schön, aber ich sage es euch ehrlich, die ist extrem aufwendig. Ich habe tatsächlich 4,5 Stunden gebraucht, obwohl ich ja das Grundgerüst von der Karte im Prinzip schon kannte. Also die Maße wusste ich ja und wie man es macht, habe ich ja auch eigentlich gewusst. Aber ja, also echt eine aufwendige, tolle Karte und ich hoffe, sie gefällt dem Beschenkten dann sehr gut. Und
wenn ihr es machen wollt, wie gesagt, nehmt euch einfach viel Zeit und guckt euch gerne dieses andere Video an, da ist die genaue Anleitung, wie man diese Sache macht. Aber als Idee für ein Fußballstadion in eine Karte verbauen, habe ich mir gedacht, wäre das vielleicht mal eine coole Idee. Und ihr könnt es natürlich in euren Farben machen von dem Fußballverein, den ihr mögt oder der Beschenkte mag. Und vor allem ist es eine Männerkarte. Es ist ja immer schwierig bei Männern, finde ich, dass man nicht zu viel Deko aufbringt und das trotzdem irgendwie passt. Genau, hier unten gibt noch der Fußball in der Ecke. Ja, genau. Also das ist so die Idee von der Karte. Wie gesagt, hier die Vintage-Variante. Ihr habt in diesem Video noch eine andere Idee dazu, auch nochmal eine andere Farbkombination. Und jetzt habe ich gedacht, zeige ich euch noch ganz kurz, mit was für Produkten ich da jetzt gearbeitet habe, weil das waren fast nur ältere Sets, aber wenn ihr danach fragt und ich das dann nach ein paar Wochen nicht mehr weiß, habe ich gedacht, zeige ich euch das kurz. An Farben habe ich benutzt Pazifikblau, Grundweiß und Glutrot. Das sind so die Hauptfarben hier. Bei der Stempelfarbe bin ich auch komplett auf Pazifikblau geblieben. Und das hier ist eben mit diesem Buchstabenmix. Der ist noch aktuell. Einen Moment. Genau, die Stanzform im Buchstabenmix, die habe ich hier für den Namen verwendet. Die finde ich gut, weil die eben nicht so ganz groß sind und da kann man das super noch vorne drauf auf die Karte integrieren. Dieses Feuerwehrnotruf und Feuerwehrrettungsdienst habe ich embossed und habe da gearbeitet mit diesem alten Stempelset Pick a Pennet. Und das Label-Alphabet habe ich gebraucht, weil ich einen Bindestrich gebraucht habe. Zum Glück hatte ich das dann noch. Und dann habe ich noch mit dem tropischen Träume den Spruch Genießt das Leben im Ruhestand genutzt. Das hat diese Bestellnummer, momentan gibt es das noch. Und nochmal ein älteres mit Schöne Dinge, da steht eben dieser Spruch, nimm dir Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Also falls ihr das zu Hause habt, könnt ihr das da super einbauen. Ihr könnt ja die Karte zu jedem Anlass machen, also zum Geburtstag kann man ja auch eine Fußballkarte basteln, dann hat man halt andere Sprüche. Genau, ansonsten habe ich noch Silberfolie benutzt und diese Sachen habe ich mir ausgedruckt und dann ausgeschnitten, mit Papier nochmal hinterlegt und so ein bisschen geschwungen, dass der Schal da so schön geschwungen ist. Genau, und wie gesagt, das Weiß embossed hier unten, jeden Buchstaben einzeln, deswegen ist das nicht ganz in der Mitte. Es könnte natürlich noch ein bisschen perfekter sein, aber mein Gott, das ist handgemacht und ja, jeden Buchstaben einzeln da drauf stempeln und embossen ist dann schon ganz schön viel. Und das hier vielleicht noch als kleiner Tipp, also das soll diese Sprechanlage darstellen, das habe ich einfach, ich habe mir einen Kreis ausgestanzt und habe das dann gefalzt mit meinem SimpliScored Falzbrett oder ihr könnt natürlich auch das Schneidebrett nehmen, Falzlinien reinmachen, dann habt ihr wie so eine Art Sprechanlage. Genau, also wenn ihr mal ein Fußballstadion bauen wollt, dann habt ihr jetzt hier eine Idee dafür. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß, nehmt euch Zeit, genießt die Zeit zum Basteln und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch die Idee und das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Noch eine Sache, ich habe auch schon mal eine Fußballkarte gemacht, die verlinke ich euch vielleicht eher am Anfang des Videos. Ich weiß nicht, wer es bis zum Ende guckt. Da habe ich so eine rollende, also der Fußball ist gerollt von einer Ecke in die andere. So eine Kugelkarte habe ich da gemacht. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. War damals auch für einen 60er-Fan zufälligerweise. Und kann man natürlich auch auf jeden Fan ummünzen, auf jeden Fußballverein. Ist vielleicht auch eine gute Idee und ist nicht ganz so krass aufwendig wie diese Karte. Also die ist wirklich, da steckt viel Liebe drin. Okay, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich auch immer eine Feuerwehrkartenidee, wer das machen möchte. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich sage jetzt, kreativiert was Neues. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.